Jugend ist egoistisch, konsumgeil und faul. Ganz ehrlich, was bleibt der Jugend anderes übrig, als an sich zu denken? Wenn sonst keiner an die Jugend denkt, muss die Jugend zuerst selber tun. Der City und Live Talk geht mit einem brisanten Thema in die achte Runde. Unter dem Motto "So sehen wir uns selbst" diskutieren 130 Schüler im Media Tower über die heutige Jugend. Sind wir eine verlorene Generation, ohne Werte, gelangweilt und uninteressiert? Ich glaube, dass aus der Perspektive der Jugendlichen die Gesellschaft der Erwachsenen so konfus und chaotisch und Werte desorientiert wirkt, dass die von sich selber auch sagen können, na, dann weiß ich ja selber nicht, was richtig und falsch ist. Die Erwartungen der Eltern steigen und damit der Druck auf die Jugendlichen. Mein Nachhilfekind ist 10 und sagt zu mir, nein, da kann ich nicht, da habe ich Volleyballkurs und am Abend dann bin ich beim Papa und dort habe ich Flöte und dort geht die Nachhilfestunde nicht, weil ich habe schon Deutsch und der ganze Terminkalender ist so voll. Und ich kann mich erinnern, wie ich in der ersten Klasse war, ich habe nichts gehabt. Aber nicht nur Leistungskurse und Co. nehmen mehr Zeit als früher in Anspruch. Ich glaube ganz einfach, dass das Phänomen in der heutigen Zeit sind ganz einfach die Medien. Man hat das damals zu meiner Zeit nicht wirklich dann am Montag in der Zeitung nachlesen können, wer jetzt im Psuf in irgendeiner Ecke gelegen ist. Also ich glaube, es wird zum Teil schon sehr aufgepauscht in der heutigen Zeit. Komasaufen und nur Party im Kopf. So wirken Österreichs Teens bei Sendungen wie Saturday Night Fever. Sie vermitteln ein verzerrtes Bild, weiß Jugendforscher Bernhard Heinzelmeier. Ich kann es aus den Studien sagen, im Gegenteil, die heutigen Jugendlichen trinken weniger wie die Alkohol wie die vor 20 Jahren. In meiner Schulzeit ist so viel gesoffen worden und wir haben Dinge gemacht, wenn man die heute machen würde, wird man verhaftet werden. Also doch nicht so schlimm. Werte bleiben für Jugendliche weiterhin wichtig. Respekt zu haben und immer höflich zu bleiben. Schule, Bildung, Berufsleben. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Zu glauben, dass man durch harte Arbeit mehr erreicht als durch Mogeln oder Schummeln oder sowas. Ein spannender City- und Live-Talk mit viel Input, Erwartungen gerecht werden, ausprobieren und seinem Leben eine Richtung geben. Dass das nicht leicht ist, da sind sich alle einig. Man muss durch das Ganze durchgehen, damit man überhaupt mal erwachsen werden kann. Aber um erwachsen zu werden, muss man mal jung sein. The key to be free. Dankeschön.